Und wir haben eine Frage an dich. Kennst du das auch? Die Frage, kennst du das auch? Kennst du das auch, dass die Nähe zu deinem Partner dir schwerfällt, weil es keine Zeit gibt erstmal, weil immer ein Kind da ist, weil du das Gefühl hast, ja, du hast das Gefühl, du hast keine Zeit und vor allem hast du auch keine Lust eigentlich. Keine Lust, du Und wenn bist dein Partner, müde. du bist müde, du willst endlich mal schlafen, du willst noch mal was für dich tun. Und jedes Mal, wenn es mal Zeit gibt für dich, dann ist dein Partner da und sagt, hey, wie wär's mit uns zwei? Und du weißt, du kennst das Spiel schon. Du kennst das Spiel schon. Und du weißt, du denkst dir, muss ich da jetzt mitspielen bei diesem Spiel? Eigentlich habe ich keine Lust. Aber du weißt auch, dass dein Partner dich schon so oft gefragt hat. Und dann nagt so ein bisschen das schlechte Gewissen und du denkst, ja, was ist denn das eigentlich für eine Liebesbeziehung auch, wo man keinen Sex hat, wo man nicht intim wird. Und mit der Zeit kommt da so eine Anspannung in dir hoch. Und da baut sich so ein Druck auf. Kennst du das? Kennst du diesen Druck, dass du denkst, ich müsste oder ich sollte vielleicht mal wieder oder ich, ja, Ist nur, ich will ihn nicht enttäuschen. ich hätte, so, ich hätte gerne irgendwie, ich spüre, dass es gibt einen Druck, dass ich will auch diese Nähe zu meinem Partner, dass ich mir wünsche, diese Nähe zu haben. Es geht nicht darum, nur einfach Sex zu machen, sondern ich möchte diese Nähe spüren. Ich spüre diese Nähe nicht. Ich spüre, dass wir, ja, leben wir zusammen, aber diese Verbindung spüre ich nicht. Und außerdem habe ich ein großes Bedürfnis für mich, dass ich will, für mich so. Ich möchte mich kümmern, ich möchte mich hübsch anziehen, ich möchte mich auch gut fühlen und finde ich nicht die Zeit. So, die Stunden gehen, pfiuh, und es ist wieder jetzt abends und ich hatte keine Zeit für mich, keine Zeit für Sport, keine Zeit. Und jetzt Du so, hast dich vielleicht noch nicht mal geduscht. ja, so die Tage mit Kindern, mit kleinen Kindern, wir wissen das auch, gehen sehr schnell und sind sehr voll und kommen am Abend und vielleicht die Wohnung ist noch so alles von zum Aufräumen, ist alles durcheinander, es gibt Chaos. Und du, ja, die einzige Sache, die du gerne hättest, ist einfach ins Bett gehen und dass die Kinder von alleine ins Bett gehen und sich die Zähne putzen und alles machen und fertig und los und vergessen, dass du heute nicht für dich gemacht hast. Vielleicht kennst du das auch, weil ich kenne das auch. Ich habe das auch erlebt. Wir haben das gedreht. Ja, wir haben auch in dieser Anspannung gelebt in unserer Beziehung. Und da war natürlich auch die Frage, ja, wie soll denn das jetzt weitergehen? Wie soll denn das weitergehen? So, ist es jetzt so, bis die Kinder in die Schule kommen oder bis sie vielleicht aus dem Haus sind oder was kommt dann? Was wird Oder daraus? schaffen wir überhaupt, bis die Kinder in der Schule sind? Weil so jeden Tag, es ist so anstrengend, weil es so voll oder ist so. So wie ich zweifle, ob wir das erreichen, bis wir die Kinder tatsächlich in der Schule sind. Ja, wir haben jetzt Schulkinder und wenn du vielleicht auch im Kindergartenalter war es auch nicht so einfach, dann weißt du auch, wie das ist. Und wenn die Kinder dann mal im Kindergarten sind, dann hast du vielleicht noch, dann sind deine Stunden auch schon wieder gezählt, ne? Dann hast du vielleicht 2, 3, 3,5 Stunden vielleicht für dich, wo du irgendwas machen kannst. Und dann ist es schon wieder vorbei, dann musst du dein Kind schon wieder abholen. Und ja, du hast ständig diesen Druck. Und vor allem in der Partnerschaft spürst du auch diesen Druck. Du spürst diesen Druck und du weißt nicht, wo geht es denn jetzt hin? Wo läuft es denn jetzt hin mit uns? Und es gibt so viele Leute auch, du siehst auch so viele Leute um dich rum, die sich trennen. Und das war eigentlich nicht dein Konzept, weil du hast dich mit diesem Partner, mit dem du zusammen bist, hast du dich bewusst entschieden, ja, wir wollen gemeinsam eine Zukunft aufbauen. Wir wollen zusammen eine Familie gründen. Wir wollen das machen. Und jetzt stehst du da und denkst dir, manchmal würde ich einfach gerne einfach nur gehen. Ich will einfach nur gerne raus. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust, diesen Druck zu spüren und diese Anspannung. Und ich weiß sowieso nicht, ob das alles noch Sinn hat. Und wenn du genau in dieser Situation bist, dann schreib uns einfach mal ein Ja in den Chat. Wenn du das kennst, diese Situation, wenn du diese Gedanken kennst, wenn du diese Gefühle kennst, dann darfst du einfach mal in die Kommentare ein Ja. Kenne ich auch. Wenn du kennst auch diese typischen Kreise, so ja, es gibt Menschen, so, es gibt Paare in deiner Nähe, die wahrscheinlich haben sich getrennt, aber kennst du auch viele Paare in deiner Nähe, wenn du einfach ins Spielplatz gehst, jedes Mal, dass ich ins Spielplatz gehe, so, dass die Frauen unterhalten sich miteinander und beschweren sich über ihren Partnern und wie, es ist so, so wie, ja, es ist so, wenn man Kinder hat, es ist so und ja, alle einfach, weil es ist so, wir müssen das akzeptieren, es gibt kein anderes und das ist nicht wahr. Wir sind hier, um Genau. dir zu sagen, das ist nicht wahr.
Und wir sind hier, dir als Vorbild zu zeigen, dass es geht anders. Dass wir waren auch da und es geht anders. Dass du kannst mit deinem Partner Spaß haben. Das ist nicht, dass jetzt musst du nur anstrengen, weil das Leben so intensiv ist mit den Kindern. Ja, es ist intensiv und du kannst Spaß haben. Und wir müssen dir zeigen, wie. Wie haben wir das gedreht? Weil wir, als wir unsere erste Baby gehabt haben, haben wir auch das erlebt. Genau. Und jetzt, und wir hätten keine Perspektive in dieser Beziehung. Wir haben gedacht, okay, wo läuft das hin? Und wir hätten uns auch niemals träumen lassen, dass wir mal 3 Kinder haben. Und wir hätten uns niemals träumen lassen, dass wir so verrückte Sachen machen, wie gemeinsam nach Spanien auswandern oder dass wir sogar irgendwann mal ein Business bauen, aufbauen, in dem sich es auch noch um Partnerschaft dreht. So. Aber jetzt Komplett geht's, nicht undenkbar. nur das, so wie ist jetzt gerade so. Jetzt gerade haben wir ein kleines Baby. Damals, mit einem kleinen Baby sah nicht so aus. Jetzt haben wir ein kleines Baby und 2 Großen. Und trotzdem, wir haben Spaß. Und wir genießen unserem Leben und wir genießen unseren Alltag. Wir sind jeden Tag dankbar für die Beziehung, wir sind jeden Tag dankbar für den Partner, für die Partnerin, die wir haben an unserer Seite. Wir sind jeden Tag dankbar für diese wundervollen Kinder, die Wir wir sind begleiten dankbar haben. von dem Sex, wir sind dankbar von der Verbindung von dem Sex. Ja, dass ich so eine sexy Partnerin hier zu Hause Und habe. dass wir das genießen können, dass wir tatsächlich das genießen können, dass wir tatsächlich nicht diese Schuld leben, so hier hat keiner Lust auf Sex oder ja, mein Partner fragt mich nicht und ich bin immer müde. So, nein, so wir haben das gedreht und es ist anders. Und weil uns am Herzen liegt, dass du auch das erlebst, wir haben jetzt, wir bieten jetzt 5 Plätze für unser Programm. Und das ist, dass ihr ein Erstgespräch nehmt in den nächsten 2 Wochen, so bis nächsten Montag noch die andere. Bis 11. November, 11. 11. der Ach, jetzt 11. einfach. November du ein Erstgespräch nimmst. Wir haben für diese Woche 10 Termine reserviert. Und wenn du sagst, ja, ich möchte in dieser Energie sein von euch, ich möchte das mit euch erleben, ich möchte das drehen, ich spüre das in meinem Herz, ich spüre das in meinem Herz, dann kommst du ins Gespräch und wir sehen uns zusammen, wir gucken, ob unsere Energie stimmen und dann bist du dabei. Genau, du kannst dich in einem Klarheitsgespräch, kannst du dich bewerben für das Coaching-Programm. Auf jeden Fall bekommst du da absolute Klarheit über deine Partnerschaft, über deine Beziehung und was der nächste wichtigste Schritt ist, den du gehen darfst für eine Beziehung mit mehr Leichtigkeit, mehr Freude, ohne Druck und mit einer Perspektive auch. Und das bekommst du auf jeden Fall in dem Klarheitsgespräch. Und wir finden auch raus, ob du geeignet bist für einen dieser 5 Plätze in unserem Coaching-Programm. Diese geeignet liegt daran in deinem Willen tatsächlich. Weil du musst nicht wissen, wie. Es geht daran, ob du das tatsächlich willst. Ob du tatsächlich von Herzen willst, eine Beziehung zu drehen. Das liegt daran. Und du bereit bist, für dich zu in dich zu In dich investieren. investieren, weil die Investition ist an dich. Ist, In ja, dein in deine Partnerschaft, aber in erster Linie ist an dich, dass du in dein hohes Potenzial gehst und dadurch deine Beziehung in nächstes Level geht. Und dadurch deine Familie in nächstes Level geht. Dass du dich wieder in den Mittelpunkt in deinem Leben stellst und nicht irgendwo ans Ende oder hinter die Kinder oder sonst irgendwo. Nein, du stellst dich wieder in den Mittelpunkt und du akzeptierst dich und siehst dich in deiner göttlichen Schönheit auch, in deiner Göttlichkeit, in deiner Schönheit und bringst sie zum Strahlen. Wenn du dafür bereit bist, dann sehen wir uns auf jeden Fall im Klarheitsgespräch und vielleicht auch in dem Coaching-Programm. Ich jetzt gehe die anderen abholen. Wir fliegen. Juhu. Ciao.